Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Gerade eben habe ich die Futterschale in die Mitte geschoben, damit sie von allen Seiten rankommen können. Die war ja immer dort, aber ja, die hängen dann alle auf dem Haufen. Jetzt kommen sie überall von jeder Seite ran. Grünfutter habe ich reingemacht, und zwar gibt es heute Radieschenblätter und Sellerie oder Petersilie. Ich weiß ja wie immer nie den Unterschied. Oh, jetzt sind sie erschrocken von meinem Lachen. Da, es gibt auch Banane heute. Oh. Was denn du? Das sieht man immer sehr häufig bei jungen Kaninchen. Wenn sie was fressen, was lang ist, dann stellen sie sich immer so hin wie ein Erdmännchen. Die trägt sie in der Futterschale. Schmeckt wahrscheinlich besser als das andere hier. Ja, jetzt sind sie irgendwie total vor der Kamera, was ich überhaupt nicht mag. Ja, jetzt kann man es besser erkennen. Die waren ganz schön groß, oder? In 2 Wochen müssen wir uns schon verabschieden, wie die Zeit vergeht, oder? So ist das. Aber in ein paar Monaten haben wir dann sowieso wieder neue Jungtiere. Und zwar von der Nachbarin, von der Blu. Da ist die Riesenschnecke-Babys, haben wir dann wieder. Ob wir dieses Mal einen Rekord schaffen, also der größte Rekord von meinen Babys insgesamt war 7 Stück. Ja, 7 Stück. Mehr habe ich noch nie gehabt. Eigentlich will ich auch nie mehr Babys bei einem Wurf haben, weil das ist nicht so gut. Weil da hat die Häsin ganz schön zu kämpfen. Ja, weil die Babys säugen sie dann komplett aus. Ja, kommt auch manchmal vor, habe ich auch viel gehört, dass die Häsin stirbt, weil es einfach zu viel ist, zu viel Babys. Ja, was guckst du denn so? Oh, da juckt's. Kleiner Rabauke. Dieses Wochenende, in ein paar Tagen, ist die Geschlechtserkennung. Und zwar wird es da auch ein Premiere-Video geben. Bin auf jeden Fall echt gespannt. Die Blu, die hier unten, die rennt die ganze Zeit durch die Kante. Was soll denn das? Was soll denn das? Hä? Was ist denn los? Brauchst du Aufmerksamkeit? Hä? Was ist denn los? Was ist denn los? Willst du spielen? Und los! Anders. Naja. Oh, das war die Nase. Ja, ich kann die Kaninchen heute nicht raus ins Freigehege setzen, weil es geregnet hat. Es ist komplett glitschenass draußen. Endlich mal wieder Regen. Seit über einem Monat kein Regen. Und heute ist er endlich da. Vor die Kamera. Bitte lächeln. Trixi guckt auch raus. Sag mal. Rein mit dir. Ja, fein. Heute mal keinen nassen Kopf. Das finde ich super. So. Es wird wieder Zeit. Viel passieren von der Nachtsichtkamera.
Nächster Tag, ja, gerade eben, wo ich das Futter noch nicht drin hatte, hat die Trixie die Jung gejagt und angeknurrt. Was ist denn das? Hm? Ja, die tut sie auf jeden Fall großziehen und, wie sagt man, erziehen. Wahrscheinlich tun die kleinen Rammeln. Ja, ich habe keine Ahnung, was das für ein Verhalten ist. Ja, die sind ja auch jetzt schon fast 7 Wochen alt, ein paar Tagen. Und ja, säugen tun sie auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr. Das haben wir jetzt gar nicht mehr gesehen, in der Nachtsichtkamera zum Beispiel oder hier auch am Tag. Ja, keine Ahnung, was das für ein Verhalten ist. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt gesehen. Ja, dass die Trixie die Jung jagt und anknurrt. So gestreichelt werden. Ja, ich werde das auch wahrscheinlich so machen. Die sind jetzt schon so groß geworden. Beim nächsten Ausmisten werde ich das kleine Häuschen rausnehmen. Ja, die Kleinen werden sowieso nie von der Mama getrennt, weil ab der achten Woche steht nämlich dann der Verkauf an. Trixie, was machst du denn? Ja, und wir haben sowieso nur 3 und vertauschen kann ich die 3 sowieso nie, weil man sieht überall den Unterschied. Also von den beiden, das ist der dunklere, das kann man an dem Po erkennen, das ist der hellere, also kann man die beiden nicht vertauschen. Und den sowieso nie. Ja. Ja, der Platz wird dann auch nämlich zu eng. Man hat es wahrscheinlich jetzt auch gesehen. Die schlafen jetzt alle hier oben, aber das ist dann zu eng. Die Trixie verrenkt sich ja fast dort oben drauf. Und das habe ich ja nur reingemacht, das Häuschen, dass sie einen kleinen Unterschlupf haben. Jetzt sind sie ja schon so groß geworden, da werde ich das Häuschen nämlich rausnehmen. Kennen Sie das nämlich auch mal ein bisschen ja durch den Stall rennen. Im Freigehege geht das jetzt nämlich nicht. Die nächsten Tage haben sie Minusgrade bei uns angesagt und es ist nämlich jeden Tag immer wieder nass draußen und da kann ich die nie rennen. Ich hoffe, es ist ein Tag mal richtig schönes Wetter, damit wir ein extra Video machen können, wo die im Freigehege rumrennen können. Das haben wir ja noch nie gesehen. So. Ja, weil ich gut. Ach, ist das schön. So schön kuschelig. Ja, ich habe mal welche geschrieben. Wieso habe ich denn Kaninchen? Ganz klar, Kaninchen sind wunderschöne Tiere. Ja, wunderschön und zahm. Machen kein Theater, also meistens nicht. Wie so ein Hund oder Katze zum Beispiel. Ja, gut. Wenn das Video euch gefallen hat, wie immer, lasst eine gute Bewertung da. Wiederschauen, reingehauen.